Hallo und herzlich willkommen bei Android Weekly und der Folge 18 2012. Am Donnerstag vergangener Woche fand ja nun der große Samsung Unpacked Event statt, auf den wir nun alle so lange Zeit hingefiebert haben, und wir müssen neidlos zugestehen, dass dieser auch im angemessenen Rahmen in London um 20 Uhr stattfand und uns mit den neuen Samsung Galaxy S3 und was es alles kann beeindruckt hat. Aus dem Grunde gibt es heute auch eine Art Sondersendung, die sich ausschließlich mit dem Samsung Galaxy S3 und seinen Funktionen und Möglichkeiten beschäftigt. Also nicht abschalten, denn nach nur einem Spot geht es los. Samsung Galaxy S3, designed for humans. Was gab es im Vorfeld für Mutmaßungen, Spekulationen und Gerüchte um den sagenumwogenen Nachfolger des weltweit erfolgreichsten Android-Smartphones, dem Galaxy S2? Und soll ich euch was sagen? Viele Dinge, wie beispielsweise die kontaktlose Ladefunktion, haben es nun noch tatsächlich in das fertige Galaxy S3 geschafft. Doch fangen wir erstmal ganz von vorne an. Samsung Galaxy S3, designed für Menschen und inspiriert von der Natur. Das Samsung Galaxy S3 ist trotz des 4,8 Zoll großen Gorilla Glass 2 Super AMOLED HD Display mit einer Auflösung von 720x1280 Pixel nicht größer als das Galaxy Nexus oder das HTC X. Die genaue Größe beträgt 136,6 mm in der Höhe, 70,6 mm breit und 8,6 mm dünn. Im Vergleich zum HTC X ist es also knapp 2 mm länger, 0,7 mm breiter und 0,5 mm dünner. Das 133 Gramm leichte, aus Kunststoff geformte Smartphone ist deutlich runder als sein Vorgänger und wird in den Farben Marble White und Purple Blue, also Marmorweiß, und Kieselsteinblau ab dem 29. Mai in Europa zu kaufen sein. Anhand der Farben erkennt man schon Samsungs Tendenz und Anlehnung zur Natur. Auch der Lockscreen mit seiner Wasseroberfläche, den Wassertropfen-Sounds und den vielen naturinspirierten Klingeltönen und Wallpapers, die es in Zusammenarbeit mit der WWF, dem Worldwide Fund for Nature, erstellt wurden, runden das Gesamtbild der Natur-Marketing-Strategie ab. Kommen wir aber zu dem, was sich unter dem Gehäuse befindet. Wie vermutet, wird das Galaxy S3 durch eine 1,4 GHz starke hauseigene Exynos 4412 Quad-Core CPU angetrieben. Mit 1 GB RAM wird es wahlweise mit 16, 32 oder 64 GB internem Programmspeicher erhältlich sein. Zahlen, die wir so nicht zum ersten Mal hörten. Erstaunlicherweise gibt es aber den von vielen gewünschten Micro-SD-Card-Slot trotz ausreichender Speichergröße dazu. Und nicht nur den, nein, auch Samsung ist mit Dropbox eine Kooperation eingegangen und gewährt sein Galaxy S3-Kunden für 2 Jahre 50 GB des virtuellen Speichers.
Ebenso hat sich der Funkstandard LTE bestätigt, der aber vorab nicht in Deutschland erhältlich sein wird. Warum diesen Samsung nur in Amerika, Japan sowie Korea liefert und ob ein S3 mit LTE je nach Deutschland kommen wird, ist uns bis dato noch nicht bekannt. Alles andere würde aber keinen Sinn ergeben, weswegen wir diesbezüglich hoffnungsvoll gestimmt sind. Im Zusammenhang mit der 8-Megapixel-Back- und der 1,9-Megapixel-Frontkamera liefert aber Samsung einige Innovationen an Software-Features wie den sogenannten Burst-Shot-Modus, der 20 Bilder in Folge mit einer Geschwindigkeit von 3,3 Bilder pro Sekunde schießt und im Anschluss das beste Foto heraussucht. Die Software hat eine Bilderkennung, die auch wenn gewünscht die erkannten Kontaktdaten hinzufügt. Ein bekanntes Problem, das beim Lesen von längeren E-Mails das Display automatisch verdunkelt, hat Samsung mit dem sogenannten Smart Stay und Eye Tracking gelöst. Das Display und dessen Beleuchtung reagiert auf Augenkontakt und bleibt entsprechend der aktiven Nutzung an. So benötigt es nicht mehr die lästige Displayberührung mit dem Finger, um es vor dem eingestellten Sleep-Modus zu bewahren. Auch die Funktionen von S-Voice sind dem einen oder anderen schon von Sigi, Siegfried oder Siri bekannt. Das im Grunde eine erweiterte Sprachsteuerung ist, die nun auch zu Gesprächen in der Lage sein soll. S-Voice lässt 5 unterschiedliche und individuelle Aufwachbefehle zu, die bis jetzt in 8 Sprachen, darunter auch Deutsch, funktionieren. Direct Call ermöglicht beispielsweise den automatischen Rufaufbau aus einem Kontakt, einer SMS oder E-Mail heraus, indem man sich lediglich das Smartphone an das Ohr hält und dieses dann den entsprechenden Anruf startet. Mit Smart Alert hat man den gewohnten Meeting-Modus, der erst einmal alle Klingeltöne und Erinnerungssignale ausschaltet und erst bei Aufnehmen des Smartphones verpasste Termine und Anrufe signalisiert. Mit S-Beam zeigt Samsung in beeindruckender Art und Weise, dass auch das Galaxy S3 mit NFC, also Near Field Communication, ausgestattet ist. Denn dieses soll laut eigenen Angaben ähnlich dem Android-Beam Mediendaten bei gegenseitiger Rückenberührung übertragen. Bei größeren Datenmengen verwendet das S3 dafür die Wi-Fi Direct-Verbindung, die ohne den Umweg des WLAN-Routers die Daten direkt überträgt. Apropos übertragen, neben DLNA kann das S3 auch mittels All-Share-Cast-Adapter Mediendaten zum Fernseher, Laptop und Artverwandten übertragen und das Smartphone so zum Game-Controller mutieren lassen. Die dazu benötigten Apps heißen All-Share-Play und All-Share-Cast. Ein weiteres lustiges Feature ist das sogenannte Pop-Up-Play, das praktisch das Abspielen eines Videos in einem separaten Fenster über allen anderen Anwendungen ermöglicht. So kann man also in Ruhe seine E-Mail schreiben und gleichzeitig das Video schauen. Da gibt es ja für euch dann keine Ausreden mehr, dass ihr Android Weekly nicht sehen konntet. Ja, und wie eingangs von unserer heutigen Sendung schon erwähnt, lässt sich der 2100 mAh starke Akku auch via Wireless Charging Technology, also kabellos, aufladen. Selbstverständlich aber auch wie gewohnt über das Micro-USB-Kabel. Was haben wir noch vergessen? Bluetooth 4.0. Klar, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich und leider auch TouchWiz, diesmal aber in einer abgespeckteren Version und mit speziellen Nature Themes. Ja, und noch was? Ja klar, der Preis. Samsung gibt vorab den Preis für das 16 GB Modell bekannt, das ab dem 29. Mai bei uns für 629 € zu kaufen sein soll. Ja, das war jetzt doch erstmal eine ganze Menge Tobak, den Mann und Frau erst einmal verdauen muss. Ich hoffe, euch hat die heutige Sondersendung trotzdem gefallen und wenn nicht, nächste Woche gibt es wie gewohnt die gesammelten News der vergangenen Woche. Schließlich gibt es ja nicht jede Woche einen neuen Thronfolger und wir finden, das Galaxy S3 hat es einfach verdient, eine eigene Sendung zu bekommen. Also seid nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, ich bin Matt Jackson für Android Weekly. Bis dann, tschüss.
I'm gonna go get some more.